Ist hier einer? Hier drin ist bestimmt ein Hallo! Spring Break! Verstrahlte Party! Spritze! Au, Gott, ich bin ja tot, man! Hilfe, ich kann nicht, meine Camper! Schlechteste Daily Ops aller Zeiten! Ich geb mir die Schuld! Wie immer, ich bereue alles. Weiter. 12 Gegner müssen gekillt werden. Vielleicht nicht alle auf einem Haufen. Wobei doch, einer muss bei mir bleiben, falls ich wieder hinfalle. Ich bin ausgerutscht von einer Blutlache. Hier muss er sein, hinter dieser Wand. Schlendern, schießen. Breach and clear. Mutterbeere brauchen wir gerade nicht, aber dich brauchen wir. Ich versuche, dich zu befreien. Ich bin befreit und voller Hoffnung und Tatendrang und Leidenschaft für dieses wunderbare Spiel. Oh Gott, Hilfe, Hilfe! So viele Salben halten wir nicht aus, selbst in einer Power-Rüstung nicht. Aber die bringt schon was. Ich hab's mal bei Gelegenheit probiert gehabt, ohne Power-Rüstung, bei tödlicher Rüstungsdurchdringung. Boom, weg waren wir. Aber wir sind ja auch die absolute Glaskanone. Das ist so ein bisschen wie bei Division 2. Bloß bei Division 2 ist die Powerrüstung ein Schild. Entweder ein Stürmerschild oder ein Kreuzfahrerschild. Und das brauche ich da auf jeden Fall, weil ich komplett rot spiele. Mit allen Attributen auf Angriff und, naja, Schaden. Alter Schwede, Mann. Ja, der Dicke. Vielleicht zücken wir gleich. Die Knarre, ist das das Viech hier? So, hier rein, ne? Da muss er irgendwo sein. Komm schon. Wir gehen hier lang. Großes Waffenloadout, auch wenn ich es gleich bereue. Und dich erstmal weghauen. Sehr lange. Sehr, sehr lange. Ist er das? Ist das der Anführer? Nein. Das war er nicht. Er ist es. Er sieht ganz danach aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Viel zu wenig Power. Wir müssen sie blutig machen. Vierfach ist toll. Man braucht lange nicht nachladen, aber generell ist ja das Magazin riesig vom Gauss-Gewehr. Ja, einer muss. Hier, ich kann nicht rennen, Mensch. Ich kann nicht rennen. Ja, ich schlender kurz rüber, ne? Alles gut. Zeitlich wird das trotzdem klar gehen. Nice. Ja, weiß ich nicht. Da habe ich jetzt mehr erwartet. Tante Plasma war auch blutig, ne? Hier. Ich nehme hier alle Munition mit. Als ob ich nicht schon genug Tragekapazitätsprobleme hätte. Erstmal raus. Ja, müssen wir blutig machen, Mensch. Die Edeltante ist auch blutig. Die hätte das schneller gelöst. Die hätte den Großen ja aber schneller in die Knie gezwungen. Ja, müssen wir auf jeden Fall blutig machen. Wir können ja gleich nochmal rüberrollen. Daphne, Mensch. Ach, ich habe mir gar nicht den Buff von dir abgeholt, ne? Ist an dem Fall dran. Na, ganz kurz, okay. Wenn man die Kräfte der Magie wir gucken und gleich mal, Schlussfolgerungen kombiniert, was wir als nächstes machen, um das hier effektiv zu nutzen. Deine Dienste bitte, Inspektor. Frau Inspektorin. Was brauchst du? Im Trenchcoat. Ich hätte gern eine Verzauberung. Sieht aus, als hättest du schon eine. Ach, guck. Komm. Wie bitte? Wirkt die noch? Nee, ne? Die läuft doch. Ach, wer weiß. Ich habe jetzt keine Zeit, um mich damit auseinanderzusetzen. Das lese ich später irgendwann mal irgendwo nach. Danke, danke, danke. Legendären Kram verticken. Weg. Das Jäger, das Plasmawerfer. Nein. Und nochmal ganz kurz hier das Dingeling überrollen. Das können wir doch bestimmt auch ohne Wissenschaftler machen. Eine Lampe an. Ach, aber nicht in einer Powerrüstung. Geht immer noch nicht. Haben die immer noch nicht reingepatcht. Also wirklich. Shame on you, Todd. Kommt bestimmt irgendwann. Erlösung, wie erwähnt, fast im Eimer. Wir wollen hier rollen. Geht das überhaupt? Ja, das geht. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Und die Läufe, oh, die hätten wir auch noch überarbeiten können, ne? Was fehlt denn? Kupfer. Stimmt, da war was. Unterlegene Reichweite. Aber schneller feuern. Erhöhte Feuerrate und Haltbarkeit. Unterlegene Reichweite und Präzision. Aber die Feuerrate wird erhöht. Hier fehlt nur Wissenschaftler. Vielleicht doch nochmal vierfach ausprobieren. Mit einem anderen Lauf eventuell. 29. Ja, naja, das bleibt dabei. Aber er schießt dann schneller.
Verballert auch mehr Munition. Tesla-Spule Dynamo. Plus 2 Energieschaden. Überlegene Magazinkapazität haben wir ja sowieso schon. Das dann auch mal vierfach. Oder erstklassiger Kondensator, 36. Oh, Backe. Das wird teuer. Jetzt haben wir die andere Munition hergestellt. Ganz vergessen, dass es dafür auch einen erstklassigen Kondensator gibt. Naja, aber die Tante ist ja auch, ne? Die ist ja auch erstklassig. Ja, aber nein, ich will schon blutig haben. Und danach bastle ich daran rum. Die Tante, Mensch. Denkt immer schön an die Tante. Ich roll das Ding jetzt so lange, bis es blutig ist. Come on. Vierfach, ja, aber vierfach. Ach naja, vierfach wird auch überbewertet, ne? Blutig bitte. Nein. Nein. Aber könnten wir auch wieder, ne? Ja, so machen wir es, ne? Ich glaube schon, so machen wir es wieder. Wir produzieren lieber dann neue. Ansonsten gehen uns irgendwann die Module aus. Weg damit. Ja, weg damit. Geht noch, ne? Ist Scheinesegen oder so? Oder kommt mir das gerade nur so vor? Ja, ich hab doch gedrückt. Geht nicht. Ach so, wegen dem Herz hier. Ich verstehe. I understand. Herzchen, weg. Dankeschön. Viel Spaß auf deiner Reise. Wir sehen uns später. Irgendwann einmal. Und nu wieder blutig machen, ne? Allen voran, ich wechsle mal die Truppe. Immer noch keine Expedition da. Ja, dann wird es Zeit, dass wir eine starten. Zack, 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 zack. Komm schon, das muss schneller gehen. Es wäre ja ganz cool eigentlich, wenn man unten bei unserem Asteroiden einfach nur in der Nähe stehen müsste. Dann würde ich mich daneben stellen und trotzdem feuern. Dann würde das schneller gehen. Aber so langsam war das jetzt gar nicht, ne? Gut, alles klar. Zuckerbomben, hello. Ich hoffe nur die guten. Aber mir fehlt halt so ein AP-Buff. Ja, also. Ist natürlich jetzt so eine Sache, wenn wir dann damit in die Daily Ops, in die Expedition gehen. Wir werden viel rennen, sehr, sehr viel rennen. Nee. Nee. Sammle eine Wackelkopfpuppe. Okay, wir versuchen es hier. Bei der Sommervilla. Flupp. Und so oder so werden wir gucken, ob es hier Zuckerbomben gibt. Hallo, meine lieben Roboter. Ist das schön grün hier. Aber ich sehe schon, die Wackelkopfpuppe ist nicht da. Wir klappern ein paar Ortschaften ab. Eine nach der anderen. Sind die Honigwaben da? Die müssen aber da sein. Die sind instanziert. Das hat ihr mir geschrieben. Haben wir Glück? Nee. Offensichtlich war auf diesem Server schon einer hier gewesen. Kurz das Haus abscannen. Wobei, erstmal kurz alles killen. Hier sind noch Roboter. Ich höre sie doch. Oder hab mir das nur eingebildet. Ist auch möglich. Und hier eine Werkbank. Die bräuchte ich gerade in Fallout 4, weil durch den Sim Settlements Vibe, das ist eine Mod, die ich benutze, also Sim Settlements, wurde die komplette Siedlung automatisiert in Sanctuary. Aber am Anfang werden alle Gerätschaften abgebaut und eingestaut und irgendwann später wieder platziert. Und die Werkbank für Waffen wurde noch nicht platziert. Deswegen kann ich aktuell nicht meine Waffen modifizieren. Das ist schlecht. Und Ressourcen in der Red Rocket Tankstelle habe ich auch noch nicht. Dafür müsste ich erstmal den Aufseher-Perk freischalten. Sollte ich tun, ne? Ja, ihr habt recht. Ist hier irgendwas? Zuckerbomben. Hier, ein Paket. Sehr schön. Hier können bis zu 3 liegen. Das ist auch irgendwie random oder so, glaube ich. Sonst noch irgendwo Zuckerbomben. Weiter. Wir brauchen eine Wackelpuppe. Ich gehe mal ganz kurz hier gucken. Geleitete Meditation. Jetzt nicht. Oder? Doch. Aber erst ganz kurz bitte zur Anlage des Son of Danes. Denn hier können auch Wackelpuppen rumliegen. So, Klopperina-Loadout. Hier könnte auch die Luft brennen. Häftchen. Manchmal fällt es einfach von hier dann runter. Wir hatten das letzte Mal, ne? Ich habe das on tape gehabt.
Liegt hier oben eins? Nein, aber naja, ein bisschen Muni. Die lasse ich nicht liegen. So, hier drüben vielleicht. Wackelpuppe, bitte, bitte, bitte. Ich aktiviere mal den Suchermodus. Ah! Ah! Oh Gott. Ich schmeiß mich weg, ey. Heft! Heft. Heft? Ja, aber wo? Draußen, ne? Oder unten? Das ist das falsche Loadout für Klopperina. Hier ist es! Nice! Pipfall. Das ist doch das Spiel, ne? Muss ich das jetzt nehmen? Ich hab's die ganze Zeit immer im Inventar. Das ist ein Problem. Wenn ich es im Stash hätte, hätte ich es jetzt zweimal. Ich sollte die vielleicht irgendwann mal ablegen. Hundefutter! Hundefutter, ne? Hier, alles klar. Mach mal auf, bitte. Es war erst eine Dose, aber was willst du machen? Das mit dem Hundefutter werden wir wahrscheinlich nicht hinbekommen. Aber nun ja. So hoffnungslos, dass wir jetzt die Dose nicht mitnehmen, wollen wir auch nicht sein. Hundefutter, du musst sie essen. Jetzt ist schon. Ja, danke sehr. Ih, Kanonenkugel. Das fällt mir ein, das war der Reflex. Weg, 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 weg. Billigfusionskern, na sicher doch. Cool. Und jetzt gleich mal futtern. Ich habe jetzt nicht zufällig noch ein paar andere Dosen Hundefutter dabei. Hundefutter. Nein. 10 Stück, Mensch. Das ist ja die absolute Grind-Aufgabe hier. Aber ich glaube, wenn man die Ortschaften kennt, wo welche sein könnten. Aber ist das nicht eine komplett neue Score-Aufgabe? Eine komplett neue Score-Aufgabe. War das jemals verlangt worden von uns? Da hinten? Wackelpuppe? Nein. Da könnte eine sein. Und hier hinten könnte auch noch eine sein. Und... sieht nicht danach aus. Ich aktiviere trotzdem den Scan-Modus. Expedition sofort rein. Wie versprochen. Na, ich muss Expedition. Ah, ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. So viel Schrott hatten wir gar nicht dabei. Ich bin schon auf der Map dem Team beigetreten. Wir sind dabei. Wenn er loslegen will, machen wir das. Aber eine Wackelkopfpuppe haben wir jetzt hier nicht gefunden. Vielleicht können wir noch eine andere Location abfarmen. Ich müsste mich jetzt nur daran erinnern, wo wir hier noch eine Wackelkopfpuppe finden können. Die sind ja überall. Aber das letzte Mal, als ich, ich glaube, Kultisten gefarmt hatte, hatte ich welche gefunden gehabt. Feste Wackelkopf-Locations. Ist er schon reingegangen? Ich will es nicht verpassen. Ich will nicht Bummelletzter sein. Nein, nein, nein. Ist jetzt gerade auch so eine gefühlte Sache. Die können ja überall sein. Ich guck mal eben ganz kurz. Landview Lighthouse, natürlich. Hier oben. Beim Leuchtturm. Das wäre super, wenn wir jetzt hier gleich fündig werden würden. Direkt zur Hütte. Zum Heim des Hausmeisters vom Leuchtturm. Dem Leuchtturmwärter Hausmeister. Zack, zack. Da oben, bitte, 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 bitte. Nein, natürlich nicht. Aber das Rezept nehme ich mit. Das bringt 9 Kronkorken. Eine sichere Sache. Ich gucke weiter. Bis er hier im Team ist. Also bis er die Expedition gestartet hat. Gutshof Aronholz. Sehr gut. Das lohnt sich. Und da vor einem weißen Haus, wo der Briefkasten auf der linken Seite ist. Und dann in dem Haus unter einer Babykrippe. Sind die schon in der Expedition und ich muss das hier starten? Warten die auf mich? Warte mal, R, ne? Nee, das wäre eine neue. Er ist noch nicht drin, ne? Er hat die Gruppe geöffnet. Weiß vielleicht nicht ganz genau, dass er das erst machen sollte. Wenn er die Aufgaben erledigt hat, wissen wir jetzt nicht. Der andere ist schon abgehauen. Ich warte, ich bin geduldig. Das ist das Haus, ne? Ja, linke Seite, Briefkasten. Und, haben wir Glück? Am Bettchen? Na, au. Nein, hallo, hallo, hallo.
Meine Güte, ey, aber wirklich? Ich würde ja die Cranberries mitnehmen, aber wir haben es eilig. Also, Karte auf. Hier soll noch eine sein. Im roten Haus oben. Ne, war doch das rote Haus, oder? Geht hier eine Treppe nach oben und dann hinter so einem Shelf. Ja, ich glaube schon. Hoch, 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 hoch. Shelf. Nee, hier ist kein umgekipptes Shelf. Ich glaube, ich habe mich im Haus geirrt. Ich sollte hier vielleicht generell rumlaufen mit dem Suchermodus. Dann ist es das andere Haus. Da ist so ein umgekippter Schrank. Aber es sollen drei sein. Das Video hat drei Kapitel. Heft. Naja. Heft. Kakerlake. Wo ist das Heft? Ah, da ist das Shelf. Ich glaube, die Puppe würden wir schon hören. So, Heft. Wir stehen direkt davor, oder? Buff-Tets. Nice, Buff-Tets. Danke sehr. Endlich. Die wäre hier gewesen, die Wackelkopfpuppe. Heißt ja im Deutschen Wackelpuppe, aber im Englischen Bubblehead. Hä? Oder doch unten? Nee, nee, der Ton geht nach oben weg. Also es ist Raunkopfhörer, ich sag's euch. Macht den Unterschied. Da. Nee, doch nicht. Ist eine Matratze. Hm, da, oh Gott. Alles für Pfadfinder. Nice, danke sehr. Aber was ist denn hier mit Location Nummer 3? Bei dieser Ortschaft. Also hier in der Nähe zumindest. Bei so einem Silo. Bisschen weiter südlich. Bei so einem Building hier. In die Richtung. Ich mach mal eine Markierung, dass wir uns besser orientieren können. Hier lang. Bisschen weiter südlich. Ist das Süden? Ja, es ist Süden. Ach, da drüben. Ja, das wird die Hütte sein, ne? Eigentlich sollten wir gleich Cranberries mitnehmen. Aber bis wir die abkochen können, vergeht zu viel Zeit. Hier ist alles voll. Und nicht, dass jetzt die explodierenden Gegner, ne, für Unmut sorgen bei der Wackelkopfpuppe. Dinge, Dinge, Dinge. Oh, da ist sie. Yeah, ich habe sie gefunden. Wusste ich gar nicht, Mensch. Dass es hier so viele Wackelpuppen nahezu an einem Ort gibt. Krass. Okay, ich kann das Video zumachen. Wie schön. Ich habe einen Daumen gegeben, wie immer. Ich like einfach alles. Jetzt wollte ich hier gerade in meinen Fallout 4 Loot-Modus gehen. Da nehme ich noch alles mit. Egal, weiter, 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 weiter. Punkte, sauber verdient. 500, höhere Stufe, erledigt sich von selbst. Und ein Event sollen wir spielen. Vorzugsweise ein Enklaven-Event. Was aber gerade nicht da ist. Irrationale Ängste. Was war das nochmal? Nee. Honigfarben. Ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Ich komme, ich komme. Keine Panik. Kann losgehen. Hier kommen ja die Monster, ne? Die Honigmonster. Und die haben ganz gerne Honigwarm dabei. Was ist denn nun? Rede mit mir. Hallo, Beckham. Dem Himmel sei Dank. Ja, alles klar. Machen wir. Ist gebongt. Geht los. Dem helfen. Jo. Ich kann einfach. Mach das. Ist ja fix gemacht, ne? Aber wir sind nicht perfekt blutig. Das ist nicht schön. Verdorbenes Fleisch. Ach, wir sortieren ja immer noch nach Gewicht von vorhin. Ah, ist schon was hier, was uns töten könnte. Klopperina-Action. Dafür ist die Muni da. Wie schön grün das hier alles ist. Und neblig. Fühlen sich Albträume wie Märchen. Das dauert aber nicht 10 Minuten, oder? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Das wird der Typ gemacht haben hier aus unserem Expeditionsteam. Er ist da rein und hat dann die Aufgaben erst gestartet. Aber wir haben Zeit, Mensch. Alles cool. Meine Güte, höre ich da. Ei, du Honigbestie. Ist das überhaupt der richtige Zielpunkt? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo, hallo, hallo. Ballistic Bomb. Ballistic Bomb. Übel. Und dich auch noch, bitte. Krass, Honigwaben. Ja, nice. Danke sehr. Hier ist noch eine Honigwabe vielleicht. Nee, hier nicht. Aber ein Tesla-Gewehr. Brauchen wir aber gerade nicht.
Wir haben ein echt astreines Tesla-Gewehr. Blitzi. War vierfach, ne? Ich glaube schon. Vierfach und dann schön mit Automatiklauf. Mach nur. Deine irrationalen Ängste sind wirklich berechtigt. Jedes Mal das absolute Chaos. Warum Honig? Beckhams Gesundheit. Warum? Nein, kann das schief gehen? Ich muss bei ihm bleiben. Ich muss das Sagen Feuer nicht, auf uns lenken. Ist das überhaupt richtig? Wo schieße ich überhaupt hin? Kopf, Mann. Ich muss doch auf den Kopf schießen. Naja, bringt jetzt auch nicht viel mehr. Die sind echt hart, die Honigbestien. Zack, zack. Oh, noch eine. Weil wie rot die sind. Nein, so nicht. Honigwabe. Lecker, lecker. Nein. Honigwabe. Oh, wie gut, Mensch. Wie gut. Ach, wir sind fast fertig. Das ist ja auch ein herrlich kurzes Event. Wie schön. Haben wir auch schon ewig nicht mehr gespielt. Sonst noch irgendwas von Relevanz. Das war noch Zeit, ne, wo man hier richtig gucken musste. Selbst bei Ausrüstungsgegenständen ohne Sternchen, könnte ich das gerade gebrauchen oder nicht? Als am Anfang. Okay, alles klar. Die Luft scheint rein zu sein. Na los, zieh's durch. Wir glauben an dich, Beckham. Warum nicht Stöcke oder Steine? Diesen Kreaturen müsste man mal manieren beibringen. Ja, machen wir. Ich hoffe, es kommt nicht wieder ein Bär. Die sind echt übel. Dass die zusammensprinten können. Kann ich hier stehen ohne Probleme? Hocke. Doch genug Honig für alle da. Eben. Als ob da Kabel im Baum steckt. Da kommen sie. Flop, 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 flop. Schießen, bis die AP wieder voll sind. Weiter, weiter, weiter. Nein, Bären. Bärenmarke, Qualität. Vergiss es, alter Schwede. Du Ratte, Körper. Ich muss auf den Kopf schießen. Dankeschön. Er ist tot. Hat das... Ja, hat gegolten, ne? Wunderbar. Ich guck mal hier die ganzen Leichen ab. Nehme ich. Aber keine weitere Honigwabe. Aber wir wurden gut beschenkt dafür, dass wir so enttäuscht wurden. Bei der Hornbright Villa. Aber da gab es zumindest Zuckerbomben. Wie schön. Hundefutter. Und die Stufe. Da geht noch was, ne? Aber wo kriegen wir denn bitte Hundefutter hier?